Moin zusammen, mit Pünktchen könnt ihr in Zelda Tears of the Kingdom ein weiteres legendäres oder einzigartiges Pferd bekommen. Wie ihr das bekommt, das zeige ich euch in diesem Video. Wir müssen dafür zum Spähposten und dann zum südlichen Ausgang davon. Da befindet sich nämlich ein kleiner Stall, der aber noch nicht in Betrieb ist. Da müsst ihr dann erstmal zu Leif und Torda gehen und den Stall reparieren. Da liegt eine Planke und die Planke könnt ihr dann aufs Dach packen. Danach habt ihr schon mal den ersten Teil für Pünktchen erledigt. Das Ganze könnt ihr schon ganz zu Anfang des Spiels machen. Den nächsten Schritt könnt ihr aber erst machen, wenn ihr mindestens 2 Tempel erledigt habt. Also bei Untersuche die 4 Regionen, 2 davon müsst ihr gemacht haben. Danach könnt ihr zu Life zurückkehren und er gibt euch die Quest, wo er sagt, Pünktchen ist irgendwie weggelaufen und wir müssen es wiederfinden. Und das machen wir dann auch. Da müssen wir dann einfach am südlichen Ausgang vom Spähposten aus einfach weiter geradeaus laufen und da steht Pünktchen dann auch. Pünktchen müsst ihr dann nur noch zähmen und damit dann zum Stall am Spähposten zurückkehren, die Quest abschließen und danach könnt ihr Pünktchen dann registrieren und das Pferd ist euers. Guti, das war's auch mit dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Pferd. Habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!